Mittwoch 0:15. Das bedeutet, dass ich zum 15. Mal eine kleine Videobotschaft aufzeichne. Und ehrlich gesagt, werde ich langsam müde. Deswegen habe ich ja auch das Kissen in meinem Nacken liegen. Denn so wie es aussieht, werde ich noch weitere mindestens 15, wenn nicht noch mehr, Mittwörter aufnehmen müssen. In weiser Voraussicht haben wir ja eine dreistellige Nummerierung gewählt. Und das heißt, wir könnten eigentlich 999 Mittwörter veröffentlichen. Aber das will sicherlich keiner und am allerwenigsten will ich das. Wir sind alle müde, ich bin da ja nicht alleine. Wir sind müde der Unsicherheit, der wirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden. Wir sind auch müde des Mundschutztragens, habe ich festgestellt. Heute in der Bäckerei habe ich einen Mann erlebt, der kam ohne Mundschutz in die Bäckerei und die Verkäuferin hat ihn freundlich darauf hingewiesen, doch bitte einen anzulegen. Und da hat er geschimpft und gesagt, so ein Quatsch, ich habe keine Lust mehr auf diesen Blödsinn. Ja, das war einer, der auch müde war des Mundschutztragens, aber dafür habe ich nun gar kein Verständnis, weil ich finde, dass es nach wie vor wichtig ist, aufeinander aufzupassen, denn das tun wir ja. Nichts anderes tun wir, wenn wir einen Mundschutz tragen, dann passen wir auf, dass anderen nichts passiert. Wir schützen damit andere und darum geht es doch. Wir sollen solidarisch miteinander sein. Das will auch Christus von uns. Denn, so schreibt der Apostel Paulus im Galaterbrief, können wir das lesen, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist übrigens der Spruch, der uns in dieser Woche begleiten soll, der Wochenspruch. Wir sollen aufeinander aufpassen und uns stärken gegenseitig, füreinander da sein, so wie Gott für uns da ist. Beim Propheten Jesaja finden wir im 40. Kapitel einen ganz wunderbaren Satz. Da heißt es nämlich von Gott, er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Gott macht uns stark. In unserer Müdigkeit steht er uns bei. Und er ist bei uns mit seiner Kraft. Und weil das so ist und weil ich darauf vertraue, werde ich auch nächste Woche wieder da sein mit dem Mittwoch 0:16. Bleiben Sie bis dahin gesund.